herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. So, ich muss jetzt mal nachschauen, ob es irgendwas gibt, wo sich für mich die Pacht lohnt. Kann mein Computer gehen. Ich muss mal umstellen. Ah, wobei. So, jetzt. Och nee. Die 102. Und die 107. 102, 108, 127. Mais. Luzerne. Soja. Soja auf der 127. Sonnenblumen auf der 130. Fällt mir gerade was ein. Ja, für eine Lackierung. Hallo? Ja, Jürgen, du, hast du eigentlich deinen Drescher noch? Ja. Ah. Weil ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir mal wieder ein Feld pachten soll. Ja, ich bekomme 6.000 von dir. Für was? Für deine Holzscheite da unten. Ah, ja, schicke ich dir gleich. Bin eingetragen. Jupp, überweise ich dir, Moment. Kannst du mir mal sagen, was die 127 an Pacht kostet? Musst du zum Neumann gehen. Der macht das jetzt mittlerweile. Ah, okay, schade. Weil er im Gemeinderat sitzt. Ach so, okay, gut, weiß ich Bescheid. Danke. Tschö. Hallo, ist der Neumann. Jo, Neumi, ich bin's, Volker. 127, was kostet da die Pacht? Och Gott. Ich mach das jetzt zum ersten Mal. Moment. Deshalb ist es günstiger, oder wie? Das glaubst aber auch nur du. Nee, ich befürchte, dass du dich verrechnest und es teurer wird. Das könnte sein, ja. Das müssen 26.600 sein insgesamt. Jo, kannst du mir die eintragen? 26,6. Ja. Also wenn es 127 ist. Jo, 127. Geht das an dich oder die Gemeinde? An mich. Aber eintragen tust du an die Gemeinde. Da ist mein Gewinn drin und da muss ich noch die Steuern. Also ich überweise 26,6 an dich. Ja. Jetzt. Ja, genau. 26.600. Ja. So, bitteschön. Gut, danke dir. Tschüss. Tschüss. Diesel? Yo, du, was macht dein Drescher gerade? Der steht still. Ich hätte ein Feld zum Ernten. Okay. 127. Achso, hast du Zeit? Nee, ich wurde gerade vom Herrn Jäger angehalten. Oh, dann will ich nicht länger stören. Bis denn. Jo. Tschö. Tschö. Wo war ich stehen geblieben?
Okay, aber er hat gesagt, ich kann ihn mir holen. Das ist schon mal von Vorteil. Jetzt ist nur die Frage. Frage Varuna, hallo? Moin. Hi. Du, sag mal, bist du interessiert an einem eigenen Drescher? Ja, eventuell. Wir haben noch einen. Sag mal an, was der kosten soll. Ein Rost Mesh haben wir. Ja, so 161. Moment, ich guck kurz nach, welcher das ist. Ja, 161. Mit Schneidwerk. Ja. Kostet. Der Rostelmesh an sich 194.000 und das Schneidwerk an sich kostet 38.000. Bisschen teuer. 194, sagst du? Ja. Wie alt ist denn der? Er 3,6 Stunden. 4 Tage alt. Okay. Klär das mal mit den Blaubeeren ab, ob ich den auf Pump kaufen kann. Jo, mache Wenn ich. das für dich in Ordnung ist, dann würde ich den. Hast du noch einen Tieflader? Ja, zwei sogar. Das Problem ist, wenn ich jetzt mein. Oder jemand von euch müsste mein Auto dann runterfahren, weil ich müsste jetzt direkt ernten. Ja, komm mal hin. Oder jemand fährt runter und kann dann mit irgendwie. Oder ihr fahrt zu zweit runter. Ja, Irgendwie. bringen wir den dann runter. Jo, wenn's klappt, melde ich gleich nochmal an die 127. Ja, was? Feld 127, da Ja, was? fahre ich jetzt meinen Anhänger hin. Ja. Also wenn die sagen, dass ich den auf Pump kaufen kann, dann bräuchte ich den da. Jo. Gut, bis gleich. Jo, tschüss. Tschö. Na, das wäre ja ein Deal, ne? Also normal kostet der 300.000. Deshalb wäre das gar nicht mal so verkehrt, wenn ich den dann tatsächlich mir schnappen könnte. Das wäre dann völlig in Ordnung. Ich würde den 50.000 anzahlen. Die habe ich gerade noch über. Hoffentlich meldet sich der bald. Oder ich hole mir erstmal den vom Diesel. Muss ich da hinten? Da müsste ich hinlaufen. Ich glaube, ich fange mal mit dem vom Diesel an.
Kleinen Spaziergang hier. Dauert aber eine Weile, bis ich da dort bin. Den Anhänger muss ich auch noch abholen. Oh. Aber den Anhänger kann ich vielleicht abholen, wenn ich die Soja dann verkaufen fahre. Kann ich ja an den Drehschemel hinten dran koppeln. Das ist zumindest schon mal gut. Wenn ich jetzt aber beim Diesel bin und dann ruft er an und sagt, dass er mir den Drescher verkauft, dann bin ich ein bisschen beleidigt. Vor allem, wenn die sich auch gleich auf den Weg machen, dann sind die wahrscheinlich auch gleich schon da. Das Wandern ist des Mühles Lust, das Wandern. Nee, ist es nicht mehr. So, ich bin tatsächlich am Überlegen, was wir mit den Paletten machen. Ob ich erstmal die ein bisschen zurückhalten soll. Das heißt, keine Ahnung, mal so 200.000 vorproduzieren und erst dann wieder verkaufen. Dachte ich gerade, die kommen hier jetzt mit dem Rostelmesch um die Ecke. Jo, Volker. Hi. Hi. Also den hier kann ich mir ausleihen. Ja, klar. Gut. Hier hast du die Schlüssel. Danke. Bitte. Muss ich da irgendwas drücken? Ja. Warte. So, neben dir rechts, neben den Schaltknüppel ist noch ein Knopf, den musst du gedrückt halten und dann den Startknopf. Ah. Ja. Krieg 17. Ja. Und Bremse. Jetzt. Na gut. Den habe ich übrigens gerade auch angeboten bekommen zum Kaufen. Den hier? Ja. Von den Blaubeeren? Ja. Pfahl. Ja? Da ist ein Pfahl. Ja, komm. Wo denn? Ah, da. Weiter ist noch Platz. Alter. Stopp. So, Abfahrt. Danke. Tschö. Bitte. Ciao. Woher wusste der jetzt, dass die Blaubeeren so einen verkaufen wollen? Alter, hab ich nicht gesagt, wenn ich hier bin, dann fahren die hier vorbei. Hab ich's nicht gesagt.
Du, ich brauch den nicht mehr. Echt nicht? Oh, jetzt bin ich doch umsonst hierher gelaufen. Die sind gerade vorbeigefahren. Die bringen mir gerade den Drescher. Uiuiui. Kannst du den wieder einparken? Ja. Kannst du mich runterfahren an mein Feld? Ja, steig ein. keine Zeit hier, ey. Oh. Interessant hier. Wäre an die 127, wüsste ich. Ja. Ey, ich wusste so, dass wenn ich bis ich hierher gelaufen bin und dann dann fahren, kommen die hier vorbei. Das war so klar. Oh je. Ja, war halt jetzt doof. Aber ich habe ja auch gesagt, der Jürgen soll mich anrufen, hat er natürlich nicht gemacht. Was eine Pflaume. Ganz hier links. Sowas bin ich in Amerika auch sehr viel gefahren. So alte Kenworths. Oh. Wem's gefällt? Mir gefällt sowas. Schöner alter Schaltwagen, 24 Gänge. Der hat auch 8 Rückwärtsgänge. Ja. Eine andere also Übersetzung, ne? Ja, also hat er 16 Vorwärtsgänge und 8 Rückschalttüren. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.